mittlerweile doch schon einige eingerückt. Ich glaube, drei Pferde sind noch außerhalb. Eric, Mighty Mouse sehe ich auf jeden Fall noch. Noch eine Durchsage, die Kinder auf den Außenrails bitte weg. Jetzt geht's los, Start erfolgt zum Preis der Fortuna Grand Prix auf Galopp 2017. Und da stürmt gleich mal Fair Mountain in Front, dahinter ist Capitano, unter ihrem Applaus Zweiter. An der Innenseite San Salvador, so geht's in den Bogen zur Kastanienallee. Dahinter ist dann Eric an der Innenseite, weiter außen Nimrod. Dann sehen wir Red Butler vor Mighty Mouse, San Salvador und am Ende des Feldes zunächst Seismos. Es geht in die Kastanienallee unter flotter, zügiger Fahrt. Fair Mountain hat das Kommando, außen ist an zweiter Position Capitano, dahinter an dritter Stelle San Salvador, dann Nimrod, gefolgt von Eric, dahinter Red Butler, dann Mighty Mouse, San Salvador und außen daneben Seismos. So geht's weiterhin in gutem Tempo hier die Kastanienallee hinunter. Der Bogen dort angesteuert. Fair Mountain außen Capitano an dritter Position, dicht auf San Salvador. Nimrod ist dabei. Dann an der Innenseite an fünfter Stelle auch unverändert gut dabei. Das ist Eric. Außen sehen wir Seismos jetzt sich verbessern. Mighty Mouse ist dahinter, dann Red Butler. Und das Schlusslicht heißt Salve Venezia. Es geht nun den Berg hinauf. Fair Mountain hat das Kommando. Dahinter an zweiter Position Capitano, drittes Pferd San Salvador, Nimrod außen ist dicht auf, Seismos verbessert weiter den Platz, Eric innen, dann Mighty Mouse vor Red Butler und schließlich Salve Venezia. So geht's in Kürze dann oberhalb des Anstieges in den Schlussbogen und immer noch Fair Mountain vorn, außen Capitano, San Salvador liegt auf der Lauer an dritter Position, dahinter Nimrod, innen versucht's dann Eric, dahinter Mighty Mouse kommt etwas besser in die Partie, Seismos fällt zurück, Salve Venezia versucht und Red Butler als Schlusslicht am Übergang. 400 Meter vor dem Ziel. Immer noch Fairgrounds, Fair Mountain vorn. Fair Mountain dahinter. Kommt jetzt San Salvador auf freie Bahn und packt an. Außen kommen Angriffe. Salve Venezia von ganz hinten wird stark. Und Mighty Mouse ganz außen. Salve Venezia und Mighty Mouse innen San Salvador. Mighty Mouse außen ist da. Und Mighty Mouse vor Salve Venezia gewinnt das Rennen. Dahinter ist es auf dem dritten Platz. San Salvador. Dann ist Fair Mountain zu sehen vor Eric, Nimrod, Red Butler und Capitano. So, und hier haben wir noch den vorläufigen Richterspruch zum Hauptereignis des Nachmittags, dem siebten Rennen im Preis der Fortuna Grand Prix auf Galopp 2017. Siegte mit der Programmnummer 4 der neunjährige Wallach Mighty Mouse. Auf dem zweiten Platz die 9 Salve Venezia und drittes Pferd die 7 San Salvador vor der 1 Fair Mountain. 4-9-7 also der Einlauf und der Erfolg für das Quartier von Annika Fuß in Warndorf. Udo Ratter ist der Besitzer und André Best steuerte Mighty Mouse zum Erfolg im Preis der Fortuna. Wir gratulieren.